bisschen bei mir ist die Jennifer. Jennifer, 17 Jahre alt. Erstes Piercing? Oder hast du schon länger? Und Donner. So, mach den Bauch ein bisschen frei. Einfach wieder runterziehen. Genau. Das ist ein schöner Schlankenbauch. Und tust du das leider ein bisschen unter dem BH einfach reinschieben? Ja, einfach so einschlagen. Perfekt, super. Dreh dich zu mir. Perfekt, super. Also, ich zeige es dir jetzt mal an. Ich mache jetzt zwei Punkte oben und unten, dass du siehst, wo und wo wir stechen. Wir machen das schön gerade. Und dann schaust du dich noch beim Spiegel. Dampfbad, Sauna, Szenario bitte zwei Wochen nicht. Sport, Duschen, Haare waschen, darfst du dort morgen wieder. Aber bitte Sauna, Szenario und Dampfbad und Schwimmen gehen, wenn du die Sauna hast. Wenn du das mehr fahren solltest, mehr Wasser darf man machen, das macht nichts. Aber einen Pool oder sowas, wenn du jetzt Sauna hast. Okay? Alles schon eh kein Urlaub, oder? So, dann zeige ich dir mal die Punkte an. Spitznagel ist auch süß, den kann man schmuggeln, ganz schön rein platzieren. Das sieht nicht gut aus, wenn ich mir hin. So, perfekt. Einmal kurz in den Spiegel schauen, Jennifer. Du siehst den oberen Punkt, ganz leicht kannst du erkennen. Und unten komme ich dir genau hier raus an der Kante, wenn du erkennst, dass er genau im Nabel verfallen wird. Genau, so soll ich das machen. Passt für dich? Ja. So, warte kurz, dann decken wir noch kurz den Stuhl auf. Dann legst du dich gleich her und dann stellen wir das Ganze. Dann machen wir einen Schmuck rein und das war's. So, Kopf kommt hoch, Beine kommen runter, nimm Platz. Jennifer, beide, perfekt. Du machst einfach gar nichts, außer da liegen und relaxen und dann stellen wir das. Bist du nervös? Nee. Bisschen? Ich hab schon. Ich will mal ein bisschen. Ach ja, sicherlich. Das war ja gar nicht schlimm. Deswegen, das 10 ist so easy. Die Zange kann ein bisschen zwicken, weil ich hier etwas festhalte. Sehr schön geworden. Bleib eine Sekunde liegen, einmal durchatmen, dass dein Kreislauf sich beruhigt. Und dann darfst du dich gleich aufstellen, dem Stehen nochmal anschauen. Fühlst du dich gut? Ja. Willst du dich hinstellen? Ja. Dann stell dich mal hin. Fangen wir an. Einfach kurz. Und gefällt es dir? Ja. Super. Was ist mir? Wow. Persisch. Super. Flacher Bauch, super schönes Piercing. Perfekt geworden. In 6 Wochen machen wir einen kürzeren Stecker rein. Du kommst vorbei, machst einen Termin aus. Da können wir noch Gold nehmen, Silber, Anhänger, was du gerne möchtest. Da suchst du den Schmuck bei uns unten aus und dann tausche ich dir das. Bleib noch ganz kurz hier, ich erkläre noch schnell die Pflege. Du solltest dir die Hände immer waschen und desinfizieren. Bitte nie mit schmutzigen Fingern hingreifen. Dann nimmst du von dem Spray und Gel. Die 2 Sachen, sprühe dir bitte den Spray oben und unten auf den Bauchnabel drauf. Lass es einwirken, so 30 Sekunden. Das ist, dass es antibakteriell wirkt. Dann nimmst du eine Küchenrolle. Die machst du mit dem Spray feucht und wischst das Piercing feucht ab. Keine Wattestäbchen nehmen, weil Wattestäbchen fusseln und fusseln möchten wir nicht da drin haben. Ja. Dann nehmen wir das Gel, da reicht ein kleiner Tropfen oben und unten drauf und du bewegst das Piercing hoch und runter und du bist fertig.
Du musst es dir nicht merken, du kriegst ein PDF. Einsprühen, Küchenrolle putzen, geht auch. Ganz einfach. Danke dir fürs Kommen und wir sehen uns nächste Woche. Und euch danke fürs Zuschauen. Servus.